Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr schon oben links sehen könnt, gibt es eine neue Quest mit dem Vergessen. Es geht um künstlerische Freiheit. Ich denke mal, dass wir sie mal wieder in ihrer eigenen Welt finden werden. Ja, zumindest sehe ich sie jetzt aktuell nicht hier auf der Liste. Was allerdings sehr, sehr schlecht ist, dass ich gesehen habe, dass Belle und das Biest am Schlafen sind am helllichten Tag. Das ist natürlich ganz toll, weil dann kann ich die nämlich nicht wie ich eigentlich vorhatte, leveln. Das heißt, es wird dann auch keine neue Folge geben. Aber mal schauen. Man, wo ist denn das Vergessen hier? Da müssen wir erstmal hier weitermachen. Gucken, sieht man die irgendwo? Ist sie überhaupt hier drin? Das ist natürlich noch die andere Frage. Ich gehe mal so gucken. Hallo, Vergessen. Wo bist du denn? Ah, über mir. Es ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Ah ne, hier komme ich wieder runter. Ich bin ganz ehrlich, ich werde das nie verstehen mit diesem Labyrinth hier. Ich gehe einfach mal hier rum. Ich habe zuerst gedacht, das wäre so ein Halloween-Effekt, aber nein, ist es nicht. Es ist das Vergessen selber. Moment, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Da müsste ich doch... Oh, jetzt komme ich von hier aus nicht in der linken... Nee, da muss ich auch gar nicht hin. Ich gehe jetzt mal einfach alles hier ab. Ich komme sowieso nicht dahin, wo ich hin will. So, dann sind wir hier. Ah, da ist sie. Erstmal gegen die Laternen laufen. Alex. Chris. Ryan. Diese Reime sind schrecklich. Was soll das bringen? Lass dich von mir nicht in einen kreativen Prozess stören. Ist alles in Ordnung? Oh, Gameplayerin. Eigentlich könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Weißt du, ich habe versucht, gesündere Wege zu finden, um meine Gefühle auszudrücken. Also habe ich viele Gedichte geschrieben. Aber ich hänge wirklich an dem einen Gedicht fest. Über das, was mir passiert ist. Über das Vergessen. Bist du gut in solchen Dingen? Du weißt schon, Gedichte schreiben und deine Gefühle mit Worten ausdrücken. Und also ein Kram. Mit den Gefühlen eher weniger, aber ich bin ziemlich gut darin, Gedichte zu schreiben. Perfekt. Ich wusste, dass du es sein würdest. Es gibt drei Verse, von denen ich nicht weiß, wie ich sie beenden soll. In einem geht es darum, dass ich eifersüchtig bin und mir wünsche, ich würde immer noch herrschen. In einem anderen geht es darum, dass ich Angst habe, älter zu werden. Und in einem anderen geht es darum, dass ich zu Unrecht ins Exil geschickt wurde. Lies mir den Vers vom eifersüchtigen Herrschen vor. Einst herrschte ich über alles, was ich sah. Aber jetzt wurde ich verstoßen und ängstige mich hier und da. Nichts, was ich tue, scheint die Welt in Ordnung zu bringen. Irgendwas, das sich auf Bringen reimt. Das klingt hart. Okay, ich hoffe, wenn ich mir das jetzt anhöre, dass das dann auch gleich bei mir im Dings drin ist. Lies mir den Vers über die Angst vor dem Älterwerden vor. Die Zeit vergeht und fliegt vorbei. Was ich einst liebte, bin ich verdammt zu vergessen. Und alles bricht in zwei. Die einzige Person, nach der ich mich richte, bin ich. Dann brauche ich eine Zeile, die sich auf ich reimt. Auf ich reimen sich so viele Dinge. Mich, dich, Fisch. Fisch reimt sich nicht drauf, aber ist okay. Lies mir den Vers über die ungerechte Verbannung vor.
Es scheint, als gäbe es einen Ort, an den ich gehöre. Und all meine Worte bleiben stecken in meiner Speiseröhre. Aber ich warte auf eine Antwort. Ich warte auf ein Zeichen. Bla bla bla. Irgendwas, das sich auf Zeichen reimt. Lass mich darüber nachdenken. Vielleicht können wir die anderen Dorfbewohner um Hilfe bitten. Du willst die anderen Dorfbewohner fragen? Aber würde einer von ihnen wirklich verstehen, was ich fühle? Wir haben ja eine Menge Dorfbewohner. Und ich weiß, dass einige von ihnen genau verstehen werden, wie du dich fühlst. Und du glaubst nicht, dass sie über meine Gedichte lachen werden? Nein, natürlich nicht. Jeder wird es lieben. Weißt du was? Du hast recht. Ich bin nur ein bisschen nervös, wenn ich mit ihnen rede. Aber hier, ich gebe dir meinen Zettel mit dem, was ich bis jetzt geschrieben habe. Ach, das ist schön, da muss ich mir das nicht aufschreiben. Jetzt muss ich nur noch einen eifersüchtigen Möchtegern-Herrscher, jemanden, der Angst vor dem Älterwerden hat und jemanden, der zu Unrecht verbannt wurde, finden. Ich würde sagen, alles finden wir in einer Person. Es ist irgendwie schön, mit dir zu reden. Ja, danke, danke. Aber ich bin jetzt erstmal wieder weg. So, tschüss. Gehe ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich bin mir nicht. Ich bin jetzt hier. Ach, dann hätte ich da einfach durch die Tür gekonnt. Ja, super. Hätte ich das gewusst. So. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt alles in einer Person fragen, ne? Obwohl ich nicht weiß, ob die Angst hat vor dem Älterwerden. Ja, er hat doch keine Angst vorm Älterwerden. Ich würde mal sagen, eifersüchtiger Herrscher, nimm mir erstmal Scar. Beziehungsweise eifersüchtiger Möchtegern Herrscher. Oh, wie gut, du bist es. Endlich hier, um dich von mir beraten zu lassen, wie man das Dorf regiert, Gameplayerin. Ha. Fang damit an, deinen Untergebenen Angst einzujagen, indem du jemanden verbannst. Goofy vielleicht? Ich brauche einen Rat, aber nicht in dieser Hinsicht. Das Vergessen braucht Hilfe beim Schreiben von Gedichten. Ich dachte, du könntest mir helfen. Es wird Zeit, die heutige Speisekarte vorzubereiten. Ja, er schuldet ihr was? Ja. Aber Honig ums Maul schmieren ist immer besser, ne? Da du so gut mit Worten umgehen kannst. Richtig. Alle guten Könige müssen wissen, wie sie zu ihren Völkern sprechen. Gut, ich werde dir helfen. Das Vergessen sucht nach einem Weg, diesen Vers zu vervollständigen. Einst herrschte ich über alles, was ich sah. Aber jetzt wurde ich verstoßen und ängstige mich hier und da. Nichts, was ich tue, scheint die Welt in Ordnung zu bringen. Wie sollte die nächste Zeile lauten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Es ist ja nicht so, dass ich etwas damit anfangen könnte. Komm schon, Scar. Diese Gefühle, kommen sie dir nicht ein bisschen bekannt vor? Gut. Vielleicht erinnere ich mich tatsächlich an etwas. Ich weiß noch, wie es war, Mufasa über das geweihte Land herrschen zu sehen. Er hatte keine Ahnung von der wahren Macht eines Königs. Wenn ich König wäre, würde jedes Tier dort um meine Gunst betteln. Ich sagte mir, dass ich über die Dunkelheit herrschen würde, bis ich eines Tages das Licht für mich beanspruchen könnte. Scar, das ist es. Du bist ein richtiger Poet und du wusstest es noch nicht einmal. Hä? Was plapperst du da? Das ist ein perfekter Reim und genau so, wie sich das Vergessen gefühlt hat. Hi, Nala. Nichts, was ich tue, scheint die Welt in Ordnung zu bringen. Ich nehme die Dunkelheit, wenn ich das Licht nicht kann, bezwingen. Ich denke, das hat einen gewissen Reiz, oder? So, jemand, der nervös ist wegen dem Älterwerden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Merlin gemeint ist. Aber,
Oh, ich muss hier auch mal dringend gießen. Warum muss ich jetzt schon wieder gießen? Ich habe die doch schon zweimal gegossen hier. Hi. Oh, hallo, Schatz. Hi, Mutter Gothel. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Was ist los, meine Liebe? Bist du gekommen, um mir Komplimente über meinen brillanten Witz und betörenden Charme zu machen? Nein, ich wollte mit dir darüber reden, was du mit dem Vergessen gemacht hast. Oh, es geht doch nicht um diesen kleinen Fluch, oder? Das ist schon lange her. Wirklich, ihr beide müsst lernen, die Dinge hinter euch zu lassen. Ich gebe dir die Chance, es besser zu machen. Gut, sag mir wie. Das Vergessen braucht Hilfe bei einigen Gedichten. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das Vergessen braucht Hilfe bei diesem Vers. Die Zeit vergeht und fliegt vorbei. Was ich einst liebte, bin ich verdammt zu vergessen und alles bricht in zwei. Die einzige Person, nach der ich mich richte, bin ich. Gesucht wird ein Reim auf ich. Na gut, aber sag mir erst, warum bist du mit diesem Vers zu mir gekommen? Es geht darum, Angst vor dem Älterwerden zu haben. Also dachte ich... Ich? Angst vor so etwas Unwichtigen wie das? Ach Schätzchen, mach dich nicht lächerlich. Daran denke ich nie. Du sagst dem Vergessen, dass die Zeit nun mal vergeht. Aber es kommt darauf an, wie du die Zeit verbringst. Tu einfach alles, was möglich ist, um dich selbst zu verwöhnen. Das hat nichts mit Magie zu tun. Natürlich ist es hilfreich, umwerfend charmant zu sein. Schließlich wird Charme nie alt. Warte, Mutter Gothel, das ist es. Das ist ein perfekter Reim. Die einzige Person, nach der ich mich richte, bin ich. Ich kümmere mich um mich selbst. Charme wird nie alt für mich. Natürlich ist er perfekt. Er ist von mir. Tata! Jemand, der zu Unrecht verbannt wurde. Ist das jetzt tatsächlich oder haben wir hier welche zur Auswahl? Ah, nee, 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 nee. Sie wäre doch eigentlich perfekt. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier mit Dings ja aus Toy Story machen soll. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal verbannt wurde. Sie ist hier drin, ne? Ursula, ich habe mal eine Frage. Hallo, Liebes. Hallo, Fischlein. Bist du in der Stimmung für ein kleines Geschäft? Heute nicht. Das Vergessen braucht Hilfe bei Gedichten. Für das Vergessen helfe ich kostenlos. Nur dies eine Mal. Hier ist der Vers, den das Vergessen nicht zu Ende bringen kann. Es scheint, als gäbe es keinen Ort, an den ich gehöre. Und all meine Worte bleiben stecken in meiner Speiseröhre. Aber ich warte auf eine Antwort. Ich warte auf ein Zeichen. Nun, das Kind weiß auf jeden Fall, wie man einen Satz dreht, nicht wahr? Diese Zeilen erinnern mich daran, wie ich mich gefühlt habe, als Triton mich verstoßen hat. Ich habe mir geschworen, dass ich mir eines Tages das zurückholen werde, was rechtmäßig mir gehört. Aha, Ursula, das ist es. Wobei sich das irgendwie böse anhört, ne? Ich warte auf eine Antwort, ich warte auf ein Zeichen. Und eines Tages wirst du all das mir überreichen. Ich bin genial. Und so eine Perle umsonst zu verschenken. Heute ist wirklich dein Glückstag. Auf Wiedersehen, Liebes. Auf Wiedersehen. Oder hoffentlich nicht. So, dann reisen wir mal schnell zum Vergessen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu uns gekommen. Also nicht, dass ich es nicht hier haben will, ne? Aber sonst reise ich hier rein und es ist weg. Das wäre dann nicht so günstig. Oh, oh, mir schlägt meine Stunde. Hoffentlich nicht meine letzte. Ist die jetzt immer noch da oben? Ich sehe sie hier jetzt nicht. Moment, wie war das jetzt hier? Und dann durch die Tür, ne? Vergessen? Hallo? Ach, da kommt sie. Kommt die jetzt auf einmal her? Hey, ich habe ein paar tolle Vorschläge für dein Gedicht. Hast du das? Wirklich? Niemand hat darüber gelacht? Ganz und gar nicht. Hier, schau dir diese neuen Zeilen an. Das muss ich jetzt aber nicht nochmal alles vorlesen lassen, oder?
Welche willst du als nächstes bearbeiten? Ich bin jetzt so stolz auf dieses Gedicht. Ich glaube, ich möchte es mit allen im Dorf teilen. Wow, das ist ein großer Schritt. Ich weiß, dass es so ist, aber ich glaube, ich bin bereit, es zu tun. Wir könnten im Dorf einen besonderen Platz für den Austausch von Kreativität einrichten. Aber du brauchst auf jeden Fall ein Mikrofon, damit dich alle hören können. Das wäre toll. Das sollte nicht allzu schwer sein. Wir brauchen nur ein paar Amethysten, eine schwarze Passionslilie, Stoff und Eisenbahn. Ich werde alles besorgen und wir können es gemeinsam zusammenbauen. Ja. Und dann auch noch, vor allen Dingen, sie sagt noch eine Passionslilie und jetzt muss ich schon wieder zwei haben. Sie sagt einen Amethyst und ich muss schon wieder zwei haben. Och Mann. Ich weiß gar nicht, doch ein bisschen Eisenbarren habe ich, glaube ich, noch. Oh, ich hoffe, Christoph verkauft wieder welchen. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt wo haben. Moment. Amethyst habe ich hier unten. Wenn ich denn da hinkommen würde. Fuck. Oder ich habe den nicht hier unten. Weil... Achso. Oh, ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott. Brauche ich jetzt zwei, ne? Glaube ich. Moment, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Zwei, genau. Dann brauchen wir noch Eisenbarren, Stoff und Passionslilien. Also erstmal zweimal die schwarze Passionslilie. Sollst nicht das gleiche öffnen, sollst das öffnen, wo ich vorstehe. So. Schauen zweimal und den Rest wieder rein. Dann 10-mal Stoff und 5-mal Eisenbarren. Oh, ich muss echt dringend wieder ein bisschen grinden. Ich habe nur weder die Zeit noch die Lust dazu, wenn ich ehrlich bin. 10-mal Stoff, 5-mal Eisenbarren. Oh, da habe ich auch nicht mehr viel von. So, 10-mal Stoff. Eisenbarren müsste rechts sein. Ja, genau. 5-mal, ne? So. Dann haben wir alles. Ach, jetzt muss ich... wieso muss ich jetzt zum Vergessen zurück? Wie soll ich jetzt beim Vergessen bitte was herstellen? Das ist ja blöd. Ihr seid nicht hier jetzt zufällig, ne? Das heißt, wieder komplett zurück. Da müssen wir wieder gucken, wo es überhaupt ist. In der Hoffnung, dass sie wieder im gleichen Bereich ist. Oder sie ist direkt unten. So, bitteschön. Musst du selber machen. Schön, dich zu sehen. Wow, was ist das alles? Genau das, was wir brauchen, um eine besondere Poesie-Ecke für dich einzurichten. Echt jetzt? Das ist großartig. Aber ich bin ein bisschen nervös. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gesprochen. Was tust du, wenn du nervös bist? Ich atme tief durch. Ich werde es versuchen. Atmen, nicht hecheln. Das ist das Wichtige. Wow, das hilft tatsächlich. Okay, lass uns mal zusammensetzen. Das sieht toll aus. Achso, das sieht toll aus. Bist du bereit, deine Geschichte mit dem Dorf zu teilen? Ich muss dich um einen letzten Gefallen bitten. Ich habe eine neue Zeile am Ende des Gedichts hinzugefügt. Es geht irgendwie um dich und darum, wieder im Dreamlight Valley zu sein. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, es zu beenden. Und jetzt endlich habe ich meinen Platz gefunden. Oh. Das passt alles so schön.
Das halt mir. Eigentlich ist das ja eher das, was zu ihr passen würde, weil es geht bei ihr, ging es ja sehr viel darum, dass sie quasi Wunden hat. Andererseits, das erste würde eigentlich auch passen. Meine alten Fehler wurden getilgt und ich bin nicht mehr gebunden. Ja, nehmen wir mal das, komm. Ich liebe es. Es fühlt sich wirklich so an, als ob die Zeit, die ich mit dir verbracht habe, mir helfen könnte, so viel von dem, was schiefgelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Das Gedicht ist endlich fertig. Wenn du bereit bist, sind wir startklar. Das sah ja cool aus. Darf ich das behalten? Komm mit, nicht winken, komm mit. Wir müssen das doch irgendwo platzieren. Achso, im vergessenen Land wieder. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich die Ecke, die sie am besten findet, nehme ich mal an. So, dann schauen wir mal. Oh, hier müssen wir auch wieder alles machen. Verstehe ich aber wirklich nicht. Ich habe die schon zweimal gegossen. Reicht das nicht mit zweimal? Wie groß ist das? Können wir das hier irgendwie in die Kürbisecke setzen? Ich befürchte ja eher nicht. Ah ja, doch. Oh ja. Dann kann man das hier noch so ein bisschen, damit ich noch was sehen kann. Dann können sich hier alle aufs Kürbisfeld stellen. Oder wir machen, Moment, Gegenstand drehen. Wir machen das so. Das ist nur halt blöd. Wenn die Kürbisse da rausspringen, ne? Dann blockiere ich hier den ganzen Weg. Das ist auch doof. Andererseits, ich habe hier nicht wirklich viel Platz, um es anders zu machen. Ich könnte das hier hinten bei der Hütte machen vielleicht. Also schöner aussehen tut es auf jeden Fall hier vorne. Ist nur blöd, wenn die Kürbisse alle da rumliegen. Aber ich mach's mal hier. Ich weiß ja nicht, ob wir es überhaupt behalten dürfen oder nicht. Deswegen... Yay! Ja, ein Baum, der im Weg stand. Moment, Moment, Moment. Ich muss das hier erstmal wieder alles richtig einstellen. Das ist so genial, weil der Scar so dämlich guckt. Aber eigentlich hätte ich auch gerne noch dabei gelächelt. Oh, Schweinchen ist auch da. Los, Schweinchen ist auch da. Nehmen wir das hier. Das ist cool, oder? Nehmen wir das. Also auch fürs Cover, meine ich. Yay, wenn ich das sagen hätte. Nun, dann würden die Dinge hier anders laufen, ja. Warte, ich mach dir mal eben den Weg frei. Du stehst hier so. So. Schön, dich zu sehen. Die Gedichtlesung war so toll. Ich bin wirklich froh, dass du mir dabei geholfen hast, Gameplayerin. Es ist schon komisch. Ich fange an, mich nicht mehr so vergessen zu fühlen. Wir müssen uns einen neuen Namen für dich ausdenken. Die Unvergessene, genau. Das wäre doch lustig. Aber nach all den Gedichten geht mir im Moment die Kreativität aus. Ich muss mir ein anderes Mal einen Namen ausdenken. Aber eins ist sicher. Je mehr ich mich hier zu Hause fühle, desto mehr alte Erinnerungen scheinen wieder aufzutauchen. Wie der Schädelfelsen. Ich kann nicht aufhören, an diesen Ort zu denken. Ich glaube, irgendetwas Wichtiges ist daran. Vielleicht haben wir ihn für etwas besucht. Was auch immer es ist, ich hoffe, wir finden es gemeinsam heraus. Nochmals vielen Dank, Gameplayerin. Oh, ich habe etwas für dich. Merlin hat mein Gedicht sehr gefallen. Er hat etwas für uns gemacht, um uns bei seinem nächsten Abenteuer zu helfen. Ein Fläschchen. Ja, und das, was jetzt da hinten stand? Das darf ich jetzt nicht mehr behalten, oder was? Hallo? Ich will das behalten, das sah so schön aus. Jetzt sieht das so leer aus. Moment, ich gucke aber mal eben kurz... Ach nee, sie hat das ja hergestellt, oder? Ich gucke aber trotzdem mal eben kurz nach, ob wir vielleicht Glück haben und das selber auch machen können jetzt.
Weil das wäre natürlich cool. Ich fand das echt schön. Normalerweise müsste das ja unter Möbel, wenn überhaupt, zu finden sein. Aber ich habe keine guten Nachrichten, so wie es aussieht. Für wen habe ich, oder wann habe ich diesen Zehngarten eigentlich bekommen? Der sieht richtig schön aus. Nee, hier ist es nicht drin. Ja gut, hier kann es ja eigentlich nicht drin sein. Zaubertränke, funktionelle Gegenstände. Es ist auch nicht drin. Schade, schade, schade. Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, bin ich jetzt ganz ehrlich, weil das wollte ich eigentlich schon gerne behalten. Und die anderen Sachen, die haben wir auch immer behalten dürfen. Also normalerweise, glaube ich, immer behalten dürfen. Ich glaube, nicht alle. Weil wir haben zum Beispiel Schön und das Biest, da haben wir ja den Tisch draußen stehen. Oder wir hatten irgendwas, ich glaube, von Stitch war das. Haben wir auch so eine Musikecke oder irgendwas. Haben wir auch am Strand noch stehen. Und wir durften so viel behalten und das durften wir jetzt nicht behalten. Och, schade. Es sah vor allem gerade auch so schön Halloween-mäßig aus. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Na gut, aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und ja, werde dann gleich nochmal eben ein bisschen offline die Blumen gießen. Kann jetzt leider weder Belle noch das Biest leveln, weil die Blumen halt noch nicht durch sind. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das direkt im Anschluss an die Folge machen kann. Aber ich habe gute Hoffnung, dass ich das bis zur nächsten Folge schaffe, wenn die nächste Folge wieder rauskommt, dass ich, ich denke mal, das Biest dann level, weil ich glaube, da fehlte uns noch eine Quest von. Und wer weiß, vielleicht können wir ja ab morgen oder so dann eine erneute Quest wieder mit dem Vergessen, alias der Unvergessenen, machen. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.